Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen, in ihre innere Kraft. Und das mache ich mit den Mitteln der Hypnose, systemischen Therapie und dem ein oder anderen Tool, aber letztlich über die Verbindung von Herz zu Herz. Heute geht es um das Thema Resilienz, die innere Widerstandsfähigkeit und wie du darauf Einfluss nehmen kannst. Das ist unser neuer Themenmonat und ich hoffe, dass du da ganz viel für dich mitnehmen kannst aus den einzelnen Modulen. Schreib mir gerne, wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder zu dir selbst, Lebensthemen, die dich gerade beschäftigen. Ich nehme da gerne in der Q&A-Woche deine Frage mit auf und beantworte die. Also nur Mut, schreib mir sehr gerne eine Mail. Das Wort Resilienz bedeutet so viel wie eine innere Widerstandskraft. Ja, sowas wie, ich weiß nicht, ob du diese Figuren kennst, diese Stehaufmännchen, die man so antippt und die dann so hin und her schwanken, aber immer wieder in die Mitte kommen. Oder vielleicht kennst du diese Schaumstoff-Clownsnasen, wenn du die ganz doll zerdrückst und irgendwo liegen lässt und du holst sie dann aus dieser Ecke raus, aus dieser Kiste raus, dann sind die erstmal in der Form, wie die da eingequetscht waren, aber mit der Zeit an der Luft und wenn sie Platz haben, formen sie sich wieder so rund, wie sie vorher waren. Und das beschreibt eigentlich den Begriff der Resilienz, wieder in die Ursprungsform zurückzukommen. Resilienz wird definiert, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Das heißt also nicht, dass du in den Phasen, wo eine Lebenskrise gerade ist, nicht beeinträchtigt bist, sondern natürlich reagierst du darauf. Wir sind soziale Wesen. Ja, also alles wie Teflon an dir abprallen zu lassen, heißt nicht unbedingt resilient zu sein. Vielleicht heißt es eher, dass du keinen Kontakt zu dir und deinen Gefühlen hast, was sich früher oder später dann wahrscheinlich auch wie so ein Bumerang zu dir zurückkommt. Also es heißt nicht wie, es ist eine schwierige Zeit und mir macht das alles gar nichts, sondern natürlich nimmst du das wahr, natürlich merkst du auch eine Belastung und eine Anspannung, aber die innere Haltung und die innere Art, damit umzugehen, ist so, dass du daraus gestärkt hervorgehst. Das sind so ein paar Grundhaltungen, die man so für sich durchgehen kann und an denen man auch für sich arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Oder sich entfalten kann. Arbeiten klingt immer so anstrengend. Denn man hat festgestellt, dass das jeder in uns trägt und dass man das in sich weiterentwickeln kann und fördern kann. Viele haben wir uns auch oft von Vorbildern abgeschaut, die wir als Kinder hatten. Und wenn wir die jetzt als Kinder nicht so hatten, können wir aber lernen, das umzugestalten. Ja? Und die erste wichtige Sache, die es bei Resilienz gibt, ist zum Beispiel, oder woran du merkst, dass du resilient bist, ist, Dinge anzunehmen, wie sie sind. Das Leben anzunehmen, wie es ist. Vielleicht kennst du das noch aus der Folge von Kontrollsucht. Wie oft streiten wir mit der Realität und sagen, das darf nicht so sein, das soll so sein. Und damit verschwenden wir unglaublich viel Energie in etwas, was wir gar nicht ändern können. Das ist genauso wie sich über das Wetter zu ärgern. Ja, einmal zu sagen, oh schade, es regnet, wir wollten heute eine Gartenparty machen, ist ja alles in Ordnung, vielleicht kannst du dich auch einmal kurz ärgern, aber da jetzt wochenlang drüber zu sprechen, dass diese Gartenparty nicht stattfand, weil es ja geregnet und dass der ganze Tag versaut war und überhaupt alles war versaut. Das ist eher so, man steigert sich in etwas hinein, wo man es ist vorbei und du hast sowieso gar keinen Einfluss drauf. Und das ist verschwendete Energieressource, die du für dich ganz anders nutzen könntest. Weil wer hat denn die schlechte Laune? Das bist ja letztlich erstmal du. Und die Dinge da draußen sind ja trotzdem noch die Dinge da draußen. Also erstmal anzunehmen, was ist, nicht mit der Realität zu streiten, sondern sich zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Was mache ich jetzt damit? Dann gehst du nämlich von dem Problem, also oh, das und das ist das Problem, so und so, das und das ist gewesen, gehst du hin in die Lösung. Du sagst dir also, okay, das und das ist jetzt Fakt, das und das sind die Tatsachen, das und das ist das, was ich beobachte, was ich sehe, was ich höre. Was mache ich jetzt damit? Wie will ich damit umgehen? Wo will ich eigentlich hin? Was ist mein Ziel?
Ja, also nehmen wir mal dieses blöde Gartenparty-Beispiel, das mir gerade spontan eingefallen ist. Du möchtest einen schönen Tag haben mit Menschen, die du eingeladen hast, und eine tolle Party haben. Ja, hilft es da jetzt schlechte Laune zu haben? Vermutlich nicht. Also kannst du jetzt anfangen zu sagen, okay, draußen ist nicht möglich, welche Alternativen habe ich? Und ich meine, uns ist beiden klar, dass es eine Gartenparty keine schwere Lebenssituation ist. Ja. Eine schwere Lebenssituation ist vielleicht eine Trennung, die du nicht wolltest, oder der Tod von einem geliebten Menschen, den du verloren hast, oder jemand, den du kennst, dem geht's nicht gut oder ist krank oder der kommt gerade im Leben nicht zurecht und das belastet dich. Oder dein Kind hat ein Thema mit der Schule und will da nicht hingehen. Oder also es gibt ja tausend Sachen, die Lebenskrisen auslösen können. Du hast das Gefühl, du hast keine Freunde, keiner mag dich und so weiter und so fort. Und jetzt ist es halt so, ich kann jetzt darüber klagen die ganze Zeit und sagen, okay, das ist halt alles blöd und alles schlimm und die Welt ist einfach gemein. Die Frage ist nur, ob es mir wirklich hilft. In der Resilienz hat man festgestellt, dass Menschen eher proaktiv durchs Leben gehen, wenn sie resilient sind. Also resiliente Menschen gehen proaktiv durchs Leben. Sie fragen sich also, okay, es ist, wie es ist. Was kann ich jetzt daraus machen? Wie möchte ich damit umgehen? Denn das ist ja letztlich die einzige Freiheit, die wir haben, wie wir mit etwas umgehen möchten. Das Leben geschieht und ich glaube auch nicht, dass es ein Warum gibt. Also warum passiert mir das und warum ist das jetzt gerade so? Ich glaube, dass diese Frage oft dann immer nur nach der Frage der Schuld wieder geht, ne? Also was habe ich getan, damit mir das passiert? Ich glaube, dass es dann gut ist, eher in die Eigenverantwortung zu gehen, zu sagen, okay, was macht das mit mir? Wie kann ich für mich sorgen? Was sagt das über mich aus? Wo habe ich da blinde Flecken, die ich bisher nicht wahrnehme? Warum gerate ich immer in das gleiche Muster? Also, jetzt habe ich auch eine Warum-Frage gestellt, aber nicht im Sinne von, warum geschieht mir das, sondern was hat das mit mir zu tun? Ja? Welche Glaubenssätze stecken dahinter? Welche Erfahrungen, die ich gemacht habe, stecken dahinter? Und so wirst du nämlich proaktiv in deinem Leben. Wir können ja die äußere Welt nicht ändern, wir können ja erstmal auf uns Einfluss nehmen. Und da haben wir halt ganz, ganz viel Einfluss, viel mehr als wir denken. Mir hat das zum Beispiel ganz früher mal geholfen, diesen Antreibertest zu machen, den du auch bei mir auf der Homepage findest. Ganz oben ist so ein Reiter mit Test, da kannst du mal reinschauen, wenn du ihn noch nicht kennst. Und diese Antreiber kommen aus der Transaktionsanalyse und sie besagen eigentlich, dass wir aus unserer Kindheit bestimmte Muster übernommen haben, die uns im Erwachsenenalter oft noch antreiben, weil wir da so geprägt worden sind, weil wir uns das abgeschaut haben. Und die zu identifizieren und mal zu überprüfen, ob die überhaupt noch zielführend sind heute. Ja, die haben vielleicht mal einen Sinn gemacht, diese Antreiber. Sag ich mal, sei stark, ja, oder mach es anderen recht. Das hat vielleicht mal Sinn gemacht in irgendeiner anderen Konstellation, aber heute macht es das ganz bestimmt nicht mehr. Ja, und es ist auch in Ordnung, stark zu sein, aber nur zu denken, ich muss immer stark sein, ich alleine muss stark sein, da fehlt ja die andere Seite. Ja, wer stark ist, ist auch schwach. Wer groß ist, fühlt sich auch mal klein. Das ist wie Yin und Yang. Das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Das kannst du gar nicht voneinander trennen. Und in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, ich sorge da für mich, das ist ein riesiger Faktor, der deine Resilienz auch stärkt. Auch sowas wie ein Netzwerk aufzubauen, hast du Menschen, die dich unterstützen? Kannst du Hilfe annehmen? Hast du Menschen, die dir Energie geben um dich herum, oder bist du die Person, von der alle Energie nehmen und auch da gut für dich zu sorgen? Man muss Sachen nicht alleine machen. Und oft höre ich gerade bei Müttern, dass sie immer ein schlechtes Gewissen haben und sie meinen, sie müssen das alles hinkriegen alleine. Das, glaube ich, ist wirklich nicht so. Ich glaube, dass Qualität und Quantität einer Beziehung sehr unterschiedlich sind. Und das ist fast egal, ob du die Beziehung zu deinem Kind oder die Partnerschaft, wenn du nicht gut für dich sorgst, wenn du nicht für deinen Raum sorgst, deine Auszeit sorgst, das, was dir gut tut, das kannst du natürlich auch mit deinem Partner machen, ja. Aber einfach Dinge zu tun, die deine Bedürfnisse
entsprechen, ja, und deine Bedürfnisse zu füllen auch in dem Moment, ist halt unglaublich wichtig, um auch gut miteinander da sein zu können. Und ein Netzwerk kann dich halt unterstützen und entlasten, sei es auch emotional über Austausch. Und da ist aber wichtig, was für ein Netzwerk habe ich denn? Greife ich auf Menschen zurück, die mir Energie geben oder die mir Energie rauben? Und du kannst eigentlich immer, wenn du gerade in der Krise bist, dich auch selber fragen, wie gehe ich denn mit dieser Krise gerade um? Welche Geschichte erzähle ich mir denn innerlich? Erzähle ich mir, ich bin das arme Opfer, ohne mal hinzusehen, wo mein eigener Anteil ist? Oder ohne zu sehen, dass ich es aber in der Hand habe, wie ich jetzt weiter mit dieser Geschichte umgehen möchte, ob ich mich jetzt auch in meinem Kopf immer weiter zum Opfer machen möchte, indem ich mir diese Geschichte jetzt immer wieder neu erzähle oder indem ich anfange auszusteigen und zu sagen, diese Situation ist passiert, ich bin verlassen worden, das war ungerecht, das war gemein, was auch immer. Ich nehme jetzt mal dieses Beispiel. Jetzt habe ich aber die Wahl, wie möchte ich damit umgehen? Möchte ich mir die Geschichte erzählen, ich bin das arme Opfer? Oder kann ich auch wahrnehmen, dass das, was der andere tut, gar nicht unbedingt was mit mir zu tun hat, sondern vielmehr über die andere Person aussagt? Und ich kann das ja doof finden, ich kann auch die andere Person doof finden. Das ist immer noch besser, als wenn du dich selber doof findest in dem Moment, ja? Und es hilft dir auch, einen bestimmten Abstand zu bekommen. Aber Resilienz bedeutet in diesem Zusammenhang, auch die Verantwortung für sich zu tragen, proaktiv durchs Leben zu gehen, optimistisch zu sein. Also es kann ja nur besser werden beispielsweise. Schlimmer geht immer, kennt ihr vielleicht diese Sätze. Und mach dir bewusst, jedem passiert irgendwas im Leben. Jeder hat sein schlimmstes Ereignis. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, ich habe so viele Menschen begleitet, ich habe so viele Schicksale gehört. Und auch da, wo du denkst, da ist alles in Ordnung, ist oft hinter verschlossener Tür so vieles gar nicht in Ordnung. Und so viel Einsamkeit und so viel Verletzung und Schmerz. Resilienz bedeutet auch, sanft in diesem Zusammenhang zu sich zu sein, nicht so hart zu sein, sich nicht für alles die Schuld zu geben. Es hat nichts damit zu tun, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist, ob du Schuld hast oder nicht Schuld hast an irgendetwas, wenn dir bestimmte Dinge passieren. Und vielleicht noch mal so ein paar Hinweise, woran du merkst, dass du gerade nicht besonders resilient dich verhältst. Das merkst du daran, oder vielleicht dein Umfeld, wenn du ständig rummeckerst, ja, dich ständig beschwerst, wie schwer die Umstände sind, wie alles doof ist, dass es immer schlechter und schwieriger wird, dass die Umstände auch schuld sind an deinem Gefühl, dass es dir nicht gut geht, an deiner Misere, dass du Gründe suchst, warum du Sachen nicht angehst, dass du Gründe suchst, warum du dich nicht traust, eine Veränderung vorzunehmen. Was heißt, ich habe keine Zeit dafür, ich habe kein Geld dafür, das ist mir zu teuer. Das sind alles Gründe, die dich abhalten und dir zeigen, dass du nicht proaktiv bist und damit auch nicht resilient. Dass du sehr hart zu dir selbst bist, ja, oder ein fehlendes Mitgefühl für dich hast, für das, was du leistest, für das, was du trägst. All das sind Faktoren, wenn du das machst, wenn du sagst, nee, da muss ich durch und Zähne zusammenbeißen, dass du nicht besonders fürsorglich und vor allem nicht resilient mit dir umgehst. Und wenn du dich da jetzt wiedergefunden hast, dann hör unbedingt auch in die nächste Woche nochmal rein. Da kommt Katja Michalek und sie erzählt nochmal über die unterschiedlichen Säulen der Resilienz, beziehungsweise bei ihr sind es Spinnenfäden, die zusammenhängen, wie die aufgebaut sind und was die bedeuten. Und es war ein sehr, sehr inspirierendes und unterhaltsames, schönes Interview. Hör da unbedingt auch nochmal rein. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, fühl dich von Herzen umarmt. Denk dran, du bist nicht allein. Deine Simone.